Und damit herzlich willkommen zu Alien Isolation. Ich hab mich gefreut auf das Spiel, ich muss es euch sagen. Leider habt ihr bestimmt jetzt jemand anders erwartet, leider schafft es Shinra nicht, aus zeitlichen Gründen das Let's Play aufzunehmen. Und da haben wir uns einfach entschieden, ich sag so, pass auf hier, ich mach das. Also okay. Mal gucken, vielleicht wird sie The Evil Wizard machen. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal freuen, ab nächste Woche Montag, wenn wir es übers Wochenende schaffen, wird vielleicht ein neues Together kommen mit ein paar YouTubern. Mal gucken, wir suchen, wir finden. Mal gucken, was sich da machen lässt. Ich würde einfach mal sagen, wir starten das Spiel. Ich habe jetzt gerade 2-5 Minuten reingeschaut. Ich muss mir nebenbei schnell einen Timer setzen. Ach, ich muss noch was dazu sagen. Ab sofort, wenn es gar nicht anders geht, wird leider die Videoqualität nur noch 720 Pixel sein. Problem liegt einfach daran, dass unser Internet im Moment so am Stocken ist, dass ein Video gerne mal 20 Stunden braucht. Und das ist nicht zu vertragen bei 1080 Pixel. So, viel reden, tun, machen, Spiel starten. Mittel und los geht's. Ah ja, ein bisschen heller. So, ich hoffe, das sieht man auch auf YouTube besser so. Ja, und dann würde ich doch mal sagen, gucken, was passiert. Sega Presents. In association with 20th Century Fox. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. A creative assembly. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Unbekannte Menschen. Lambert. Noch mehr unbekannte Pocket. Menschen. Brett. Unbekannt. Ash. Sag ich doch, unbekannt. Und Captain Dallas sind tot. Unbekannt. Ladung und Schiff sind zerstört. Unbekannt. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Unbekannt. Hier spricht Ripley. Unbekannt. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Alien Isolation. Bekannt. Entschuldigung. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir. Und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden.
Na, erstmal aufstehen hier. Oh, oh. Scheiß, was das denn? Oh, voll die hässliche Decke. Ui. Oh. 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 Ja, eh. Oh. Ui. Oh. Und damit dann herzlich willkommen auf Raumschiff XYZ. Tasten bewegen, ja, können wir gut. Ich verbeuge mich. So, was können wir denn hier? Hoah, Summeringe. Hoah. Ey, suche. Oh, cool, Gegenstand nehmen. Also ich kenne mich jetzt hier nicht aus. So. Ist jetzt hier so ein bisschen First Blick. Mhm. Please sign in. Anmelden, machen wir mal. A. Ripley. Ah, okay, jetzt wissen wir, also wer ist denn hier auf dem Schiff? Der Samuels, der Ripley, ich. Der Connor. Der Sumringer Taylor. Und die Whirling. So, ich habe vergessen, den Untertitel anzumachen. Sorry. Ton ist es hier. Ich habe keine Ahnung. Der Untertitel. So. Also ich hoffe, das ist laut genug. Auf jeden Fall habe ich es auf dem Kopfhörer laut genug. Okay. Wo kommen wir denn hier lang? Okay. Okay, okay. Ja, verstehe ich alles. Na, schön auf Japanisch hier. So, das wird das erste Mal, sage ich jetzt schon, auf Terminal zugreifen. Was ist das denn? Knapp verpasst, Verlaine. Suchen Sie noch einige Navigationsoffiziere. Ein Freund von mir hat gerade ein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleinen Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zu Weaver's Pool, zu einem Drecksloch. Naja, wie ihr hört, bezahlt Weyland Yutani ordentlich. Viel glücklich jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann. Was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Okay. Kann ich jetzt irgendwas machen? Ah, okay. Ja, da hat wohl jemand seinen Job verloren. Genau, was ich sagen wollte, das ist jetzt ein Registrierungsbogen. Können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Ah, okay. Okay, einfach mal mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ah, okay. Tabulator. Sprechen Sie mit Taylor, sprechen Sie mit Samuels. Das ist ja natürlich mal cool. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt komme ich auch langsam mit der Steuerung hinterher. Leider ohne Mauspad. Sprich, ich muss hier alles selber machen. Mann, ich komme nicht dazu, das zu sagen, was ich sagen wollte. Also, das ist jetzt das erste Mal in meinem ganzen... Okay, so. Das ist das allererste Mal meiner ganzen Let's Play-Karriere, die ja schon so lange geht, ne? Nein. Dass ich jetzt durchgehend aufnehmen werde. Sprich, wie es fast 99,9% der Menschen heutzutage schon machen... Was ich jetzt mal versuche. Ich hoffe, es klappt. Oh ja, ja, erstmal Dusche. Dusche. Ah, ja, ja. So schön angezogen, ne? Mal schnell waschen. Ja, komm, reicht jetzt. Danke. Ah, jetzt bin ich so schön das Nest. wie schon 99,9% aller anderen Let's Player werde ich jetzt durchgehend aufnehmen. Heißt. Nicht immer diese 15 Minuten und ihr hört immer und damit herzlich willkommen, sondern wir machen das jetzt hier schnurstracks durch. Ich guck mal, wie es mit dem Schneiden wird, ich guck mal, wie es ankommt. Vielleicht ist es besser für mich, vielleicht ist es besser für euch. Wir sehen es ja. So. Ich habe keine Ahnung, wo bin ich denn hier? Okay.
Wir sollten ja mit zwei Leuten hier sprechen. Ich habe keine Ahnung. Ah, da sind sie. Nummer 1. Hallo Nummer 1. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sprechen Sie mit Taylor. Okay. Ist ja ganz lieb, die Kleine da. Ganz liebe Taylor da. Mensch, ist ja dreckig. Privat. An N. Taylor. Ave Nostromo Fova. Win Yutani Datei. Hashtag DS9398476. Hey Taylor, ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und den Vorfall vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCCSS Nostromo von Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit der Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Captain Ash, wissenschaftlicher Offizier, Kane, Erstoffizier, Ripley, dritter Offizier und Lambert, Navigationsoffizier. Passagierliste der Torrens. Name MSV 7760 Torrens. Raumschiff der Klasse M. Captain Verolaine Diane. Navigation Kommunikationsofficer Connor William. Besitzer Verolaine Diane. Vertragsfirma Weyland Yutani. Hin- und Rücktransport der Weyland Yutani Bergungsteams zu Severspool Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von WY Samuels. C. Ripley, A. Taylor N. Passagiere Samuels, Christopher, Ripley, Amanda, Taylor, Nina. Anzahl der Decks 2. Besatzungsmitglieder 2. Interstellare Kommunikationsantenne. Fernsehstrecken, Hyperschlafkammer, Abschlepper zu gewerblichem Passagierfrachtschiff umgerüstet. Verfügt über intakte schwere Schlepperbrücke. Boah, leck's mir am Arsch, ey, diese. Die quatschen immer, ey. Dieses Fachchinesisch hier. So, was kann ich hier noch? Ich konnte hier nach. Genau hier. Ich hab den nämlich schon. Ich hab den aus dem Augenwinkel gesehen. Oder so. Den musst du dir direkt holen. Ja, ist hier noch irgendwas, was man sammeln könnte? Nee, ne? Nee. Ich muss sagen, gehen wir mal weiter. Tür ist noch verschlossen. Aber wir können auch nicht rennen. Das kotzt mich ja jetzt schon an. Ich will doch hier auch mal rennen. Ich will doch nicht die ganze Zeit hier schleppen. So gehen. Ding, ding, ding. Hallo, Lichter. Ah, das ist aber Grafiktechnik. Ist das schon geil. Also, hat ordentlich was. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, genau hier. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Sprechen Sie mit Samuels.